Heute werden die Kerle in einen eisigen Pool und einen heißen Pool überleben. Also schauen wir mal, wie es laufen wird. Freunde, ich steige lieber in einen eisigen Pool, weil ich kaltes Wasser dem heißen Wasser vorziehe, Leute. So! Freunde, ich bevorzuge heißen Pool, weil ich Sauna, Hammam und all das mag. Mano! Und derjenige, der es bis zum Ende schafft, gewinnt ganze 1000 Euro. Oh, Freunde! Das geht in den eisigen Pool. Easy peasy lemon squeezy. Ich steig ein. Timon, ich halte dich aus. Ich brauche noch etwas warmes Wasser. Bitte, bitte. Nein, Stas, du darfst das Becken nicht wechseln. Du hast ja das gewählt, also steig ein. Okay, ich gehe da rein. Timon, Wasser. Das Wasser ist eiskalt. Leute, ich möchte, dass ihr eins wisst, dass durch diese Rohre Eiswasser fließt. Aber wir werden auch etwas Eis noch reinlegen. Eis? Freunde, seid ihr normal? Nein, 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 nein! Bitte! Nein, nein, nein! Oh, hier haben wir Eis. Oh. So was das. Nein! Noch nein. Mehr? Nein, bitte nicht! Leute, es ist einfach sehr eiskalt. Hör auf zu lachen und geh direkt in den heißen Pool. Kein Problem, ich mach heißes Wasser. Heiß. Heiß, heiß, heiß. Timon, so heißes Wasser kann ich nicht ertragen. Es ist sehr heiß zu verbrühen, Joel, mein Gott. Aquario, setz dich. Ich habe auch ein Geschenk für dich. Also setz dich. Freunde, es ist sehr heiß hier drin. Schau, was ich hier für dich habe. Ich habe ganz heißes Wasser. Also komm schon, komm schon, komm nein, schon. Nein, 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 bitte, Timon, nein. Also, heißes ist sehr Wasser. Heiß. Ich kann dir das nicht aus. Können wir die Puls tauschen? Timon, bitte, schneller. Timon, ich kann nicht. Nein, Raffario, du darfst den Pool nicht wechseln. Und übrigens werden wir heute auch eine Challenge mit dem Glücksrad haben. Ja, ja, Timon, dreh das Glücksrad. Damit ich etwas Gutes bekomme, dann ist es sehr, sehr kalt. Freunde. Toll ist das. Ich fange an, es zu drehen. Los geht's. Bitte, bitte etwas Gutes. Lass mich mal sehen, lass mal schauen. Was hab ich? Timon, was hab ich denn? Ein Luftbooster mit ganz kalter Luft. Freunde, mir ist schon eiskalt genug. Und wenn er mir noch mehr bläst, dann ist es noch schlechter. Ah, lass nein, uns nein. Timon, blass es hier rüber, bitte. Es ist wirklich hier was. Blass mich ein bisschen an, ein bisschen an. Nein, nein, Raffario, du bist auch gleich dran. Also, Raffario, mal sehen, wie viel Glück du hast. Was bekomme ich, Timon, was? Du hast eine heiße Heizung bekommen. Also, Raffario, ich drehe die heiße Heizung jetzt auf Maximum. Es wird heiß werden. Ihr seid Zeugen, Freunde. Es ist verboten. Es ist verboten. Es ist verboten. Es ist sehr heiß. Schalte es aus. Bitte, Timon. Stas, ich will zu dir kommen in deinen Pool. Und ich, Raffario, ich will in den heißen Pool, bitte. Willst du mit mir tauschen, bitte? Es ist sehr kalt hier, bitte. Was für eine schreckliche Challenge, Freunde. Und wenn ihr euch dieses Video anseht, dann seht uns einen Like, abonniert unseren Kanal, unterstützt uns ein bisschen. Hey, ja, heul, Susan, hört auf zu flanzen. Ich komme zu dir. Komm schon, niemand, dreh es. Etwas Heißes, etwas Gutes, bitte, bitte. Los geht's. Lass es uns zu Ende bringen. Ich kann es nicht mehr ertragen. Das dumme Kops KFC! Freunde, das ist mega cool! Denn KFC ist richtig scharf! Und es wird mir wirklich warm! Und es wird mir nicht kalt! Bring schnell KFC, schnell! Freunde, schaut mal, wie lecker das hier ist! Freunde, ich esse sie und mir wird ganz warm sicher! Die sind scharf, ich mag das, ja! Heiß, heiß und gleichzeitig ist hier richtig kalt! Hey, Timon, schalte es aus, schneller! Ja, Raffario, es ist jetzt endlich für dich vorbei, es reicht!
Leute, ich sag's euch ganz ehrlich, das war sehr extrem. Das erste Mal in meinem Leben habe ich mich so heiß gefühlt. Okay, los geht's. KFC für Mario. Nein, Freunde, das ist scharf. Sie sind sehr scharf. Ich kann das nicht ertragen. Ich fürchte, ich werde diese Chance verlieren. Freunde, und ich fühle mich so viel besser mit KFC. Gib es zurück, komm, Mario! Freunde, schaut mal, das ist scharf! Ich kann nicht zu scharf! Zu scharf! Was soll ich tun? Das ist nicht fair! Ich möchte KFC so sehr, Mano! Ich drehe das Rad wieder, rede nicht! So! Etwas Gutes, bitte! Es ist Kaugummi! Kaugummi? Was soll das heißen, Limon? Das ist doch nur Kaugummi! Das ist nicht nur Kaugummi, das ist Minzkaugummi! Freunde, es gibt Minzkaugummi! Und wenn man das hier kaut, dann friert alles nach in ein Jahr! Nein! So, es kommt auf meine Hand! Und jetzt, Freunde, kau ich sie! Freunde, im Pool ist es wirklich kalt! Und jetzt ist es noch kälter! Sehr kalt. Hoffentlich geht's weiter. Komm schon. Mir ist es auch okay, sehr heiß. Okay, los. Mir ist es so kalt für heute. Raffaello, du bekommst Doritos. Hier, gib wieder her. Doritos, scharf Doritos. Nein. Nicht Doritos, bitte nicht. Das hier sind die schärfsten Doritos, die es gibt. Ich will die Challenge nicht verlieren und ich muss sie essen. Freunde, schaut mal. Das ist heiß. Hilfe! Ich glaube, es ist Zeit, die Runde für Stars zu wechseln. Also schauen wir mal. Manu, bitte etwas Wärmeres. Ich will wärmer werden. Stars hat die Jacke bekommen. Ah, super, eine Jacke. Jetzt wird es mir endlich warm. Toll. Ja, hol sie, bitte schneller. Freunde, Stars weiß nicht, was auf ihn wartet. Er wird total verrückt werden. Schaut euch diese Jacke mal an. Die lag im Kühlschrank. Die ist jetzt eingefroren. Die lag eine ganze Woche. Toll. Komm schon, niemand. Komm. Nimm sie mir. Das ist die eingefrorene Jacke. Freunde, was ist das? Das ist keine Jacke. Das ist ein Stück Eis. Schaut, Freunde. Oh mein Gott. Limon. Flammer nicht rum, Stars. Du sollst sie anziehen. Das sind die Regeln des Spiels. Freunde, in dieser Jacke wird mir noch kälter. Ich werde versuchen, aber Freunde, die geht nicht auf. Oh mein Gott, Freunde! Freunde, schaut mal da rein, alles voller Eis! Es geht nicht auf! Ich fühle mich, als ob ich einen riesigen Eisblock auf dem Rücken habe! Fertig! Fertig, Freunde, komm, wir gehen zur nächsten Runde! Raffaello, du bist dran! Nächste Runde! Ich will etwas Gutes, Freunde, zum Abkühlen. Raffaello, du bist sowas von erledigt. Was gibt es da? Was gibt Simon? Was ist da? Du bekommst ein Pfefferpflaster. Das ist sowas von scharf, deshalb trage ich sogar Handschuhe. Freunde, was ist das für eine Challenge? Schreibt es in den Kommentaren, sie ist wirklich unheimlich. So, wir machen es hier auf. Ganz toll. Und jetzt kleben wir das Pflaster dran. Und was mache ich jetzt? Komm, unter mit dem Hemd. Das ist eine Challenge. Ich muss auf jeden Fall 1000 Euro gewinnen. Jetzt geht es ein bisschen besser. Ein bisschen.
So, jetzt machen wir das noch hier auf. Sehr gut. Und kleben es dir drauf. Komm schon, komm schon, komm schon. Das kommt hier drauf. So. Und das zweite kommt direkt daneben. Ich schwöre nichts, Freunde. Nichts, Afario. Es wird richtig gut werden, glaub mir. Okay, ich warte. Alles in Ordnung, Freunde. Timon, lass uns schon mal schnell die Runde wechseln. Ich kann nämlich nicht mehr in dieser Jacke tragen. Okay, lass uns mal die Aufgabe wechseln. Mal sehen, wie viel Glück du hast. Vielleicht werde ich Glück haben. Freunde, das hat eine Banane bekommen. Toll, toll. Endlich ziehe ich meine Jacke aus und esse eine Banane. Ja, Leute. Es brennt gerade richtig, Leute. Es ist wirklich heiß. Es brennt richtig schlimm. Ich weiß nicht, wie viel ich noch aushalten kann. Hast du eine Banane mitgebracht? Halte das. Das ist eine eingefrorene Banane. Warum? Warum ist sie denn hier gefroren? Aua, es ist wie ein Stein, Timon. Warum denn? Was hast du damit gemacht? Du musst sie aufessen. Timon, ich kann nicht. Ich kann nicht. Was machst du mit mir? Es ist wirklich heiß. Es brennt wirklich schlimm. Ich kann nicht. Ich kann nicht mehr. Freunde, leider ging diese Runde ein bisschen schief. Und auf Ario definitiv eine Verbrennung. Und wir können sie euch nicht zeigen, weil es eine schwierige Situation mit YouTube ist. Also deshalb haben wir es einfach aus der Montage herausgeschnitten, weil YouTube das nicht erlaubt zu zeigen. Freunde, es ist alles schief gelaufen. Ich fühle mich wirklich schlecht, aber ihr könnt mir helfen, indem ihr mir einen Like setzt. Das würde mich sehr freuen. Und abonniert den Kanal, bitte, Freunde. Ja, Fabio, wir haben eine Runde. Schauen wir mal. Komm schon, Timon, etwas Gutes, bitte. Ach, Mario, du hast einen kalten Windlüfter bekommen. Gott sei Dank, vielen Dank, Timon. Ich danke dir. Jetzt kann ich mich abkühlen, denn es ist wirklich heiß hier drin. Ich hatte es nicht mehr aus. Ja, Mario, das ist echt eine Glücksrunde. Komm, ruh dich mal an. Du bist dran. Endlich, Freunde. Diese Banane kann man nicht essen. Komm schon, die Bauern. Stas, und? Ich wünsche mir etwas Gutes. Und du bist dran. Du bekommst ein großes Stück Eis. Ah, was ist das denn? Ein Stück Eis? So groß oder so etwa groß? So ein großes Stück Eis. Ah, bist du wahnsinnig? Ich kann nicht. Ah, ist kalt. Ah, ich will ganz nicht halten. Komm, halt es, halt es. Was soll ich machen? Bleib sitzen, ich muss mal kurz auf die Toilette. Freunde, Stas, gib es mir bitte, denn es ist sehr heiß hier. Gib mir bitte. Es ist sehr kalt. Das ist so gut. Oh, gut. Heißer Boden und alles heißer Ton. Rafario, niemand kommt zurück. Gib schneller her. Komm her, schneller. Das, du hast es durchgehalten. Also, Rafario, lass uns doch mal drehen. Etwas Gutes, Timon, bitte. Es ist sehr heiß. Für dich ein Eimer. Ein roter Eimer. Was kann das bedeuten? Timon, sag's mir bitte. Du wirst schon sehen, Rafario. Beeilt euch. Ich hab keine Kraft mehr, Freunde. Noch ein bisschen mehr. Und ich verliere. Es ist sehr kalt. Das bedeutet einen roten Eimer mit heißem Wasser. Extra für dich. Was ist das, Freunde? Es ist aber sehr heiß. Sehr heiß. Ich weiß nicht, was ist das? Was ist das? Komm schon. So. Alles für dich. So, für dich extra. Ich kann nicht mehr. Du hast verloren, Rafari. Du hast verloren. Er ist in mein Pool gesprungen. Habt ihr das gesehen? Du hast verloren. Ich hab gewonnen. Ich hab 1.000 Euro gewonnen. Freunde, das war ein Skam. Das ist nicht richtig. Heute werden wir Verstecken spielen in unseren Lieblingsspielzeugladen Blabla Toys. Und ich werde euch suchen. Also versteckt euch alle.
Eins, zwei, drei. Leute, schaut mal, wie viel Lego es hier gibt. Es gibt sogar das hier. Bugatti, Leute. Der kostet mehr als 2 Millionen. Ich brauche jetzt einen Platz, wo ich mich verstecken kann. Leute, das hier ist das Büro des Geschäftsführers und ich werde dort hineingehen, ohne dass man mich bemerkt. Es ist verboten, aber es gibt hier einen Schlüssel. Also, ich gehe einfach da rein. Das, was machst du hier? Sotiris, wir spielen Verstecken. Deshalb still sein. Versteck dich, versteck dich. Ich gehe mich verstecken. Geh raus, schneller. Ja, los, geh raus. Ich versteck mich hier. Haha, ich habe Sotiris aufgeworfen und ich bin ganz allein im Büro. Ich schließe jetzt die Tür. Ich weiß, dass es ein Scam ist, Leute, aber ich will diese Challenge gewinnen. Also setze ich mich erstmal hin. Ah, ich fühle mich wie ein Chef. Fantastisch! Leute, hier gibt es alles nur für die Mädchen. Schaut mal, wie viele Barbies. Meine Lieblingspuppe ist diese. Aber bei dieser gefallen mir die Haare. Jetzt muss ich mich verstecken und ich habe schon eine Idee. Ich werde mich gleich hier drin verstecken. Ich werde mich hier verstecken und ich glaube nicht, dass er mich jemals finden wird. Bist du dumm? Er wird sich hier sofort finden. Das glaube ich nicht. Ich soll... Such einen anderen Platz, du Narr. Warum hast du mich geschlagen? Hier hast du keine Chancen, dass er dich hier nicht bemerkt. So wird er dich sofort finden. Ja, Kostu, du hast recht. Er wird mich hier auf jeden Fall finden. Los, komm da raus und wechsel den Platz. Vorsicht. Oh, da ist noch mein Schuh geblieben. Jetzt geh schon am besten. Ich gehe auch mich verstecken. Los. Geh weg. Gut, Leute, ich gehe schon. Wow, schaut mal, wie viele schöne Fahrräder es gibt. Ich mache eine kleine Fahrt, bevor ich mich verstecke. Oh, oh, es ist glitschig. Oh, glitschig. Oh, oh, das hat wehgetan. Schluss, ich habe nicht viel Zeit, um Fahrrad zu fahren. Ich sollte mich lieber überlegen, wo ich mich verstecken kann. Wow, schaut, was für coole Autos. Oh, ich habe gefunden, wo ich mich verstecke. Bis später. Timon wird mich hier niemals finden. Aber es ist ein bisschen eng, aber das ist okay. Wow, was für eine coole Nerv gibt es hier in Blabla Toys. Oh Leute, ich habe eine unglaubliche Idee. Ich werde mich hinter diesem Sammelnerv verstecken. Ich denke, dass er hier mich nicht findet. Es wäre, wenn wir uns in unserem neuen Laden verstecken würden. Ich habe einen Platz gefunden. Oh, oh, oh. 98, 99, 100. Versteckt euch oder nicht, ich komme. Ich werde euch alle finden. Ich höre ihn kommen. Ich hoffe, er wird mich nicht finden. Riecht nach Mädchenparfüm. Ich sollte da mal nachsehen. Ich habe Glück gehabt. Leute, wir haben eine Schlacht. Die Hälfte von euch, die uns zuschaut, hat den Kanal noch nicht abonniert. Leute, es ist ganz einfach. Es gibt so eine Taste und da steht abonnieren. Klickt drauf und ihr werdet unsere Familie sein. So, ich verstecke mich irgendwo anders, denn ich glaube, hier ist es ein bisschen falsch. Alles klar, ich werde mich jetzt irgendwo verstecken. Leute, schaut euch mein Auto an. Lasst uns mal eine kleine Fahrt machen. Komm schon, komm schon, komm schon. Pick up, pick up, pick up. Oh, ich habe mich gestoßen, Leute. Oh, ein bisschen angefahren. Ich denke, ich bin kein guter Fahrer. Ich denke, ich sollte sie besser zu Fuß suchen. Ein Ball? Leute, ich glaube, ich habe eine Idee. Leute, ich bin in der untersten Etage angekommen und ich werde hier jemanden finden. Hier ist bestimmt jemand. Oh, da liegt ja ein Fahrrad herum. Hier muss es ja wirklich jemand eilig gehabt haben, sich zu verstecken, wenn er einfach das Fahrrad zu Werk geworfen hat. Ich komme. Einer meiner Schnürsenkel ist hier offen. Oh Leute, ich kann es nicht glauben. Das bin nicht ich, das bin nicht ich. Hey, Dümmerchen, ich hab dich gefunden. Komm raus, ich muss nach der Nächsten suchen. Also Leute, machen wir weiter und gehen den Nächsten suchen. Okay, okay, aber es war ein Unfall. Leute, da ich Kostja bereits gefunden habe, glaube ich, dass ich mich ein bisschen herumschauen kann. Schau mal, was ich für krasse Autos hier habe. Hier ist ein krasser weißer Porsche, Leute. Und ein weißer Mercedes. Welchen würdet ihr wählen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Mercedes, glaube ich. Oder vielleicht ein Porsche. Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Ja, niemand wird mich hier finden.
Was machst du hier, Kotiris? Was mache ich? Ich verstecke mich hier. Das ist ein cooler Platz. Ich will mich hier verstecken. Raus von hier. Hau ab. Nein, geh du Hau weg. Ab. Geh weg. Geh weg. Schneller. Ich bin weg. Wo kann ich mich verstecken? Was? Oh, der Aufzug geht auf. Leute, ich muss los. Leute, ich bin jetzt in der obersten Etage und ich bin jetzt so 100% sicher, dass sich jemand versteckt. Ich werde sie alle finden. Oh, was ist das denn? Was soll das denn hier sein? Oh, mal schauen. So, Tiris, was machst du denn da? Spiele verstecken. Du versteckst dich? Du spielst auch mit uns mit? Ja, ich spiele auch mit. Dann habe ich dich gefunden. Ich hab dich. Oh nein, wie schade. Ich wollte mehr spielen. Leute, seid ruhig. Hier kommt jemand. Shh. Schaut mal, was ich hier mache. Was ist das gewesen? Wie ist das schwere Ding denn bitte auf meinen Kopf gefallen? Mädels, ich brauche eure Unterstützung. Abonniert, wenn ihr mich auch in anderen Jill-Show-Videos sehen wollt. Klickt jetzt auf die Taste, um zu abonnieren. Was ist das für ein Geruch? So als hätte jemand 20 Mal hier hingefurzt. Ich glaube, dieser Geruch erinnert mich an jemanden. Nun, es ist definitiv nichts das. Es ist Anastis. Wenn Anastis furzt, dann stinkt es immer so. Anastis ist hier irgendwo. Nein. Oh, hier stinkt es. Oh, hier ist es. Anastis, komm raus, ich hab dich gefunden. Oh, Simon, wie hast du mich gefunden? Wie ich dich gefunden habe, Alter? Du hast hier so hart hingeblickt, natürlich habe ich dich direkt gefunden. Ich glaube, wer treibt. Wie oft habe ich schon furzen können? Nur zweimal. Jetzt gehe ich dorthin, wo die Mann wirklich nicht will hingehen. Ich werde mich in den Spielzeug für Mädchen verstecken. Ich werde auf jeden Fall gewinnen. Los geht's, Leute. Leute, ich hole jetzt die ganzen Sachen heraus und ich verstecke mich da rein. Ich weiß noch nicht, ob ich da reinpasse. Damit ich da reinpasse, muss ich alles rausholen. Aber ich werde viel leer machen und wird mich niemand finden. Also lege ich wieder alle zurück und verstecke mich woanders. Lass mir das. Ich gehe weiter. Ich brauche ein Versteck, ein Versteck. Bist du verrückt oder was? Du hast mich erschreckt. Wie er erschrocken war, weicher. Ich habe einige Stimmen von dort gehört. Ich muss da mal schneller hingehen. Demon hat uns wahrscheinlich gehört. Wir müssen uns verstecken. Das hat wehgetan. Das, ich habe dich gefunden. Freunde, Chris hat gewonnen und ich habe verloren. Ja, Freunde, ich habe gewonnen, ja. Das, nur was, du bist so ein Loser. Hier, ein Funky Pump für dich. Oh, wie schön ist es hier, Leute. Was meint ihr? Die Natur ist wunderbar. Schaut mal, schaut. Was? Was ist das, Alter? Was ist das? Rafario, big links ab. Mach schon schneller. Oh, sei vorsichtig. Rafa, da drüben, komm schon. Es ist definitiv dort, Alter. Vorüber. Ach du lieber Gott, was ist das denn? Oh mein Gott, was ist das? Leute, was ist hier passiert? Ich verstehe absolut gar nichts. Oh mein Gott, Leute, meine Güte, ich glaube, es war ein Meteorit gewesen. Das bedeutet, dass wir das teuer verkaufen können, Leute. Das wird uns reich machen. Jungs, wir machen Millionen hier, Millionen. 4 Millionen mindestens, Jungs. Ich weiß es definitiv. Oh, Leute, denkt doch mal nach. Wir können einen neuen Schritt in der Wissenschaft machen. Eröffnen Menschen neue Horizonte. Wir bringen es ins Museum. Wir werden die berühmtesten Menschen auf der ganzen Welt werden. Imon, geht es dir gut, Alter? Was laberst du für einen Unsinn? Aber es kostet Geld, Alter. Leute, lass dir einfach verkaufen. Wir werden das Geschäft unseres Lebens machen. Versteht ihr? Nein, was machst du da? Sei vorsichtig. Hör auf, Imon. Sei nicht so ein Jammerlappen, Alter, du Frosch. Junge, mach dir keine Sorgen. Als ich klein war, trug ich Kohle in meinen Händen. Also mach dir keine Sorgen. Halt fest. Das ist für dich. Das ist deins. Hey, vergesst mich nicht. Gib mir auch was. Vorsichtig. Leute, wir sollten echt von hier verschwinden. Lass uns im Internet nachsehen, wie viel sowas kostet. Und wir verkaufen es, Alter. Ja, lass uns Geld machen. Komm. A few moments later. Jemand ist uns zuvorgekommen. Der Meteoroid fehlt. Jemand ist uns zuvorgekommen. Wir kehren zur Basis zurück. Later. Oh.
Leute, was machen wir jetzt? Keine Ahnung, ich denke, wir sollten es einfach hinstellen und dann das alles ins Museum abgeben. Nein, doch nicht ins Museum. Wir verkaufen die. Leute, lasst einfach ausruhen und dann werden wir weiterschauen. Okay, ich gehe Computer spielen. Ich gehe ins Badezimmer. Und ich schau fern. Wie gut. Oh, was? Ich bin nicht mehr da? Was? Wo bin ich? Ich bin nicht da. Oh mein Gott, was ist passiert? Wie ist das möglich? Alter! Pass an mich, pass an mich. Oh, ich habe nur noch 2 Minuten. Mann, ich muss dringend aufs Klo. Was war denn das gerade? Ich glaube, ich muss sofort runtergehen. Es allen erzählen, sofort. Wer war das Oberhaupt der 5. Französischen Republik? Oh, solche schwierigen Fragen, ich kann nicht, das ist schwer. Das ist eine einfache Frage. Die Antwort ist einfach. Charles de Gaulle. Komm, lass einfach jetzt anschauen. Stas, woher wusstest du das? Du bist doch dumm. Raffario, beruhige dich. Es war eine sehr einfache, leichte Frage. Immer mit der Ruhe. Wie ist das möglich, Jungs? Ich verstehe es einfach nicht. Das ist doch dumm. Der ist einfach dumm. Leute, ich habe ganz verrückte Neuigkeiten. Was für Neuigkeiten? Schrei nicht so laut, Odysseus. Was gibt's Neues, hä? Schaut, ich habe super Fähigkeiten. Odysseus, was war das? Was hast du jetzt gemacht? Leute, das ist meine Superfähigkeit. Ich bin super duper schnell. Oh, Odysseus. Oh, was ist passiert? Oh, wer hat mich geschlagen? Was ist passiert, Jungs? Leute, hab euch mal ein Jaja. Oh mein Gott, Leute. Wie hast du das gemacht? Ich habe eine Superfähigkeit. Ich werde unsichtbar, wenn immer ich will, Alter. Stell dir das vor. Was ist das, Jungs? Was sind wir für eine Familie? Ich verstehe es einfach nicht. Wie kann das sein? Das ist doch einfach unmöglich. Unmöglich. So dumm solche Streiche, die ganze Spiele. Es reicht einfach. Mann, ihr seid doch bescheuert, solche Sachen hier zu Hause zu machen. Odyssee, was machst du überhaupt da? Nein, Odysseus bin ich. Und das ist Raffario. Was plappert ihr denn? Ich bin doch Raffario, nicht Odysseus. Alter, was ist hier überhaupt los? Leute, beruhigt euch. Ich habe eine Idee. Raffa, du kannst auf deinem Handy auch durch die Kamera schauen? Was quatscht ihr denn? Gib mir das Handy her. Ich schau's mir an. Bitteschön. Was? Was? Ich bin Odysseus? Warum habe ich denn weiße Haare? Und warum habe ich überhaupt Haare? Warum bin ich denn so klein? Oh mein Gott, ich kann es nicht glauben. In was für einer Welt leben wir? Leute, ich verstehe vollkommen, was passiert. Dieser Meteorit, den haben wir gefunden, Alter. Und der hat uns Superkräfte verliehen, Alter. Ganz einfach, richtig. Und was machst du? Ein Beispiel dafür. Odysseus ist sehr schnell. Ich bin sehr schlau. Demon wird unsichtbar und Raffa kann sich in jeden verwandeln, Alter. Habt ihr das verstanden jetzt, Alter? Oh, ich kann es nicht glauben. Mal sehen, ob ich wieder Raffario werden kann. Wow, ist das cool. Richtig, richtig gut. Oh, tatsächlich, wir sind wirklich Superhelden. Leute, ihr könnt auch ein Superheld sein, aber damit ihr das sein könnt, abonniert den Kanal und schreibt, welche Superkräfte ihr habt, Leute. Das wird uns voll freuen. Ja, ja, Leute, es ist sehr, sehr ernst, was hier in diesem Haus passiert. Sehr, sehr ernst. Leute, hört mir sehr genau zu. Diese Meteoriten, die müssen wir sehr genau beobachten. Alles klar, Leute, ganz genau. Müssen wir darauf schauen, damit hier sich nichts verändert, was wir nicht auch verändern wollen. Alles klar? Verstanden? Das, du bist richtig schlau. Ich kann es einfach nicht glauben, dass du so bist. Verstehst du? Ich kenne dich von Geburt an. Von Geburt an. Rafa, leider oder zum Glück. Jetzt habe ich mich verändert, Alter. Later. Such nach Diamanten, schau. Ich sehe, Odyssee. Siehst du es etwa nicht? Demon, sei vorsichtig, das sind Zombies. Oh, ich kann nicht. Ich muss gehen und dann werde ich sterben. Nein. Oh mein Gott, nein. Oh nein, Freunde, ich bin gestorben. Ich kann es einfach nicht glauben. Oh, Junge, Mann. Ich glaube, ich muss aufs Klo. Okay, Freunde, lass uns doch mal neu anfangen. Oh. Leute, Demon macht einfach viel zu viele Spielchen. Ich will, dass er damit aufhört. Jetzt werde ich ihm einen Streich spielen, ein Prank. Oh, wow, Leute, lass uns doch Demon einen Streich spielen. Komm schon, komm her, du Zombie. Ich werde dich alle zerstören. Hey, komm schon her. Hey, komm her. Oh, so, hey, komm her. Oh, hey, was machst du? Was ist da passiert? Hey, wie kann das denn sein? Warum fallen meine Kopfhörer runter? Ah. Okay, wir machen weiter. Wir gehen jetzt. Hey, Odyssee, lass das doch. Lass meine Kopfhörer in Ruhe. Du verwöhnter Bengel, lass das doch. Einfach unglaublich. Jo, jetzt gehen wir weiter. Hey, was machst du da? Warum machst du einen Monitor aus, Alter? Bist du normal oder was machst du? Ich habe gerade Gold gefunden. Warum machst du so eine Scheiße? So, jetzt gehen wir. Hey, was machst du? Fass doch meine Tastatur nicht an, Alter. Hey, was soll das? Hör auf, Alter. Hör auf, lass es sofort sein. Was machst du da? Einfach unglaublich. Hör auf. Warum zum Teufel hast du das gemacht? Leute, einfach unglaublich. Ich kann nicht glauben, was Odyssee gemacht hat. Jetzt wird er sehen, mit wer er sich hier anlegt.
Was passiert denn hier? Wer begießt mich mit Wasser? Was soll das? Wieso regnet es im Haus hier? Warum? Was soll das denn jetzt? Ja, Alter, hier, hier. Wieso hast du mich nass gemacht, Dämon? Was hab ich dir getan? Ja, was hast du mit mir gemacht? Was, du Witze? Du hast meine Tastatur kaputt gemacht, Alter. Was? Ich war die ganze Zeit hier und hab mein Spiel gespielt. Warte, was meinst du? Ich hab dich doch gerade gesehen. Alles vor meinen Augen. Vielleicht war es doch Cafario. Er nahm dein Aussehen an und dann hat er alles gemacht. Ja, Dämon, das kann sein, aber ich hab sicher nichts gemacht. Leute, schaut, was da abgeht. Oh, Dessert, es tut mir leid. Suchen wir dann Cafario, okay? Ja, lass uns suchen. Lass uns gehen. Oh, oh, was soll ich machen? Oh, oh. Ah, sie werden mich niemals finden, niemals, weil ich eine Blume bin. Cafario, wo bist du? Wir finden dich. Wo kann er nur sein? Eine Blume, eine Küchenmaschine. Ja. Hörst du das? Hörst du das? Ich denke, Cafario ist dieser steckende Blume. Cafario, wer der normale Mensch? Nimm eine normale Form an. Ah, oh. Was hast du angerichtet? Schau, was Dämon mit mir getan hat. Ja, warum hast du meine Tastatur geschrottet? Was macht ihr denn Gutes? Ihr macht genauso Streit. Nein, Mann, nein, du hast meine Tastatur kaputt gemacht. Warum hast du das gemacht? Was soll das? Warum machst du das, Alter? Du bist schuld. Wegen dir. Ruhe, reicht. Es reicht. Ruhe. Weißt du, was Rafa überhaupt gemacht hat? Es spielt keine Rolle, was wer getan hat. Wir haben alle Fähigkeiten und wir sollten uns für einen guten Zweck einsetzen. Habt ihr das verstanden? Für einen guten Zweck? Was meinst du damit das? Anstatt herumzulabern, sich gegenseitig Streiche zu spielen und so weiter. Wir müssen der Welt helfen. Menschen, die es brauchen. Versteht ihr das, Alter? Wir müssen helfen. Ich stimme dir zu, ja. Ja, das ist eine richtig gute Idee. Was ist das? Warum hast du dir einen Meteoriten um den Hals gehängt? Weil es so sein soll. Nein, nein, gib jetzt her zurück, Alter. Papa, gib her, Alter. Ich bin's das, Daddy, Alter. Gib mir das zurück, Alter. Das war's gut gemacht, Alter. Und fass das nie wieder an, Alter. Fass das nie wieder an, sonst fass ich dich mal an, Alter. Aber mit meiner Faust an deinen Kopf, Alter. Wir haben sie in unseren Taschen. Ausgezeichnet. Das ist jetzt sehr wichtig, dass wir die Nerven nicht verlieren. Deshalb möchte ich euch bitten, ihr müsst dieses Ding hier um deinen Hals aufhängen, Alter. Habt ihr es verstanden? Sehr gute Idee, weil wir sie aus Versehen verlieren könnten. Ich bin hier der Klügste von allen, du Schwachkopf, Alter. Werd jetzt nicht zu Hause hier mal frech, Alter. Sonst klatsch ich dir eine, Alter. Und was willst du machen? Sag. Und jetzt zieh deine Uniform an. Die sind da, Alter. Ihr rettet die Welt da draußen, Alter. Sie brauchen euch. Versteht ihr das denn nicht, Alter? Geht raus und verbessert die Welt da draußen. Das stimmt. Lass uns gehen. Lass uns gehen. Also, ich habe Walkie-Talkies hier, damit wir alle miteinander kommunizieren können. Das ist für dich, Rafa. Bitteschön, das ist für dich, Dämon. Und das ist für dich, Odysseus. Also, hört mir jetzt ganz genau zu. 24 Stunden am Tag mit mir in Kontakt müsst ihr bleiben. Alles klar, oder was? Super, super. Also, eure erste Aufgabe ist es, ihr müsst ein Tier retten. Vom Baum und so. Weiter? Okay. Und es befindet sich hier, Alter. Ihr müsst dorthin gehen und es retten, okay? Und ein kleines Mädchen bat um die Hilfe. Also, geht jetzt! Yes! Komm schon! Ach, ich bin sehr stolz auf diese Jungs. A few moments later. Hilf mir, mein Hündchen! Kleines Mädchen, wir sind gekommen, um dir zu helfen. Was ist das Problem? Mein Hündchen ist da oben. Was zum Teufel macht der Hund da oben? Ah, keine Katze, ein Hund. Er hat eine Katze dort oben gesehen und dann wollte er sie fangen. Jetzt steckt er dort fest. Keine Sorge, Rafa und NSC machen sich sofort an die Arbeit, kleines Mädchen. Keine Angst. Ich fange an. Na, komm schon. So, ich bin bereit, eine Leiter zu werden. Oh, das ist. Jetzt bist du in Sicherheit, Hündchen. Na komm schon. Hier hast du deinen Hund. Wir haben ihn gerettet. Ah, vielen Dank. Dankeschön. Bravo, das hier der Gigant. Voll gut gemacht. Bravo, bravo, bravo. Ich weiß. Oh, Leute. Gut gemacht, Cafario. Nur Ginami, wie immer. Oh, das sind Superhelden. Die lade ich auf YouTube hoch. Nojelami. Los. Los, los. Komm. Irgendwelche Neuigkeiten, Mike? Ich habe gerade ein Video von jemandem mit Superkräften gepostet. Lass uns mal schauen. Komm, Alter. Ah, das sind unsere Steine, Alter. Ja, Mike, du hast recht. Jetzt wissen wir, wer sie genommen hat. Moment mal, ich überprüfe jetzt die Geolokalisierung, Alter. Hier, das ist es, Alter. Da sind sie, Alter. Komm, lass schnell, uns Alter. Gehen. Meine Tasche, helft mir! Jungs, Jungs, hier, sie bitten um Hilfe, Alter. Ihr müsst schnell in der Nachbarschaft helfen, Alter. Da gab's einen Diebstahl, Alter. Ihr müsst da schnell hinlaufen, Alter. Jetzt, sofort! Er hat meine Tasche geklaut! Was ist denn passiert? Er hat meine Tasche geklaut! Könnt ihr irgendetwas machen? Kein Problem. Also, Cafario, fang an, los! Jetzt werde ich ein Seil. Und deshalb mach dich bereit!
Odyssee, schnapp ihn dir! Ich bin bereit. Was war das denn? Wieso kann er so schnell rennen? Und wieso hat sich der andere in einen Seil verwandelt? Um die Wahrheit zu sagen, das ist eine sehr lange Geschichte. Das ist meine Beute für heute. Das ist voll cool. Mein Geld. Das ist nicht dein Geld. Mach das nie wieder, sonst kommst du ins Gefängnis. Verstanden? Was? Na, wo bleiben die denn? Wo bleibt meine Tasche? Wo sind sie? Da sind sie. Sie kommen schon. Oh ja, vielen Dank. Ich wünsche euch alles Gute. Nur Chirami. Verabredet euch. Ja. Nur Chirami. Wir sind die Besten. Wir sind einfach die Besten. Das haben wir gut gemacht. Auf sie mit Gebrüll! Oh, Hilfe, Mann! Sichert die Meteoriten jetzt sofort. Bring sie ins Auto, wir wissen es doch, Alter. Komm! Wir haben sie, wir kehren zurück. Leute, Jungs, wo seid ihr, Alter? Ey, das geht nicht, Alter, ihr müsst antworten, Alter. Ich muss hier mit euch in Verbindung bleiben, Alter. So kann das nicht weiterlaufen, Alter. Aber ich habe einen Chip eingebaut in die Walkie-Talkies, so kann ich sie ganz schnell orten. Schau mal. Ich habe sie gefunden, Alter. Sie sind genau hier. Also werde ich sie retten, aber zuerst erzähle ich von meiner Waffe, Alter. Ich habe sie selbst gemacht, okay? Sie ist absolut geil. Sie friert alles ein. Es wird zu Eis. Ich glaube, es wird sehr bald brauchen, bis ich sie benutze, Alter. Mit diesem Mechanismus und der Hilfe einiger Codes werde ich die Tür zur Welt öffnen. Los geht's, Alter. Das wird gigantisch, Leute. Seid ihr dabei? Jo, kommt. A few inches later. Wir sind nicht schuld, wir sind nicht schuld! Wir haben einfach die Steine genommen, um das Geld zu verdienen. Ja. Ich wollte sie dir geben. Ich wollte dir helfen. Ich wollte helfen. Wirklich. Ich bin ein ganz Guter. Ich bin ein Guter. Wir sind keine Diebe. Wir sind keine Diebe. Wir sind Superhelden. Ja. Wenn das eure sind, dann nehmt sie einfach. Versteht ihr? Dann nehmt sie. Lasst uns aber frei. Bitte. Bitte. Wir sind unschuldig. Bitte. Lasst uns gehen. Alles wir sind gut. Nicht schuld. Bitte. Nicht wir machen schuld. Nichts. John, Sie reden so viel, Alter. Wir müssen Ihren Maul stopfen. Gerne. Nein, nein, bitte. Komm, Johnny, Alter, gehen wir, Alter, komm. Ja, gehen wir. Hier ist der Eingang, aber er ist geschlossen. Aber ich habe eine Lösung, Leute. Jetzt überlege ich, welchen Code. Wir werden für diese Tür einen bestimmten Code brauchen und den mache ich jetzt hier direkt in meinem Kopf. Super, es hat funktioniert, Alter. Nächster Schritt. Ja, genau. Ha, Leute, beruhigt euch. Ich bin gekommen, um euch zu retten. Alles klar, Alter. Willkommen in der Mafia. Gut, dass du selbst gekommen bist. Es ist Zeit, euch einzufrieren. Oh, alles gut, Alter, alles gut. Und dieses Komm, ich mach das ab hier. So. So, raus hier. Einfach raus. Beruhigt euch, Jungs. Wir müssen jetzt unsere Steine holen, Alter, und sie holen. Ganz ruhig. Okay, lass uns die Steine holen gehen. Alter, kommt, Alter. So, los. Nein, Leute, mit diesen Meteoriten haben wir nur Probleme. Also es ist Zeit, sie loszuwerden. Warum denn das? Nicht verkaufen? Was? Aber es hat doch voll viel Spaß gemacht. Also Leute, jetzt quatsche nicht rum, das ist so entschieden. Ich habe das so gemacht, Alter, weil ich der Schlauste bin, ihr wisst doch. Also legt sie hin. Okay, ich stimme dir zu. Okay, einverstanden. Es ist soweit, ich filme. Stars Daddy! Ich bin Stars Daddy! Ich fühle mich gut, Alter. Gleich bin ich wieder der Alte und dann...